So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Hier steht noch unser Bomben-Audi. Schickes Luder. Den werden wir irgendwann auch mal richtig aufpimpen. Heute geht's weiter. Hauptmission Michael. Ab geht's. Puppys kleines Mädchen. Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just... want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Fuck me. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad. I got just the thing to super, im letzten Part haben wir erst eine gemacht. Begib dich zum Fahrradverleih. Weg, ich bin der Große, ich mach zuerst die Tür auf. Gib mir bitte meinen A6. So well until you showed up. A6. Yeah, well, you're lucky to even be allowed out of the house after that bunk. Der bunk. Okay, komm, Fahrrad. Fahren, Fahrrad, fahren. Hoffentlich Rennrad. Und hoffentlich nicht wieder ein Rennen. Obwohl, mittlerweile sind wir ja eigentlich fit. Ich denke mal, man hört die Stimmen trotzdem relativ klar. Obwohl ich mit reinrede, hoffe ich zumindest. Wenn die Bildqualität nur so gut wäre wie die Audioqualität hier in dem Spiel, das wäre wirklich äußerst nice. If it was anything other than what you told me, then that's on you. Boah. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. Hey! A liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... what? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well... I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Oh, my Räder sind runtergefahren hinten. Egal, wir sind ja da. Here we are, the bike rental place.
Please don't shoot the bike rental guy out of like force. Immerhin sind wir richtig angezogen. Bitte erschieß den Typen nicht. Mr. Spock Biker Rental. Wähle ein Fahrrad. Ja, logisch, der nimmt das alte, ich nehme. Oh, hallo. Am Ende des Piers will der sein. Liefer dir mit Jimmy ein Rennen zum Pier. Kann ich da auch im Dreck fahren? Das juckt das Fahrrad gar nicht, aber so geht viel schneller, klar. Der hat ja keine Chance. Radfahren besser, deine allgemeine Ausdauer. Mit verbesserter Ausdauer kannst du Ausdauersport länger praktizieren. Oh nein, lieber nicht. So, das Rennradfahren ist geil. Das macht Laune. Hoffentlich können wir das Ding behalten. Stopp! Das war hier, oder? Ne, warte mal, wir sind hier doch reinkommen. Hier. Hier, oder? Ja, doch, hier ist es. Das markiere ich mir jetzt einfach mal. Hey Kumpel, wo bleibst du? Oh, der jetzt trembelt aber gescheit, nein. Ups. Ich fahre einfach ganz normal. Bin ich trotzdem um einiges schneller wie der. Der fährt recht auf, wo aufrecht, Damen. Können sie halt voll springen über solche Kuppeln und so. Ich bin ja auch früher immer Rennrad gefahren, weil ich fahre jetzt halt auch noch ab und zu. Das heißt, es macht wirklich Laune. Also ich finde, es ist richtig geiler Sport. Hey, don't they have fitness video games you can play now? If I have a heart attack, it's your fault. Komm, verbrennt man vollen Schlusssport. Jan Ulrich auf den letzten 100 Metern und. Hände nach oben, kannst du schon mal feiern. Ui. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Dad! Geil! Oha, wie schön! Pazifik! Also die ganz rechts ist unsere Ausdauerzeige. Ah, das steigert auch unsere allgemeine Ausdauer. Ich möchte tauchen. Was tut tauchen? Wahrscheinlich nur das Lungenvolumen erhöhen, oder? Das sieht ja mal bombastisch aus, ey. Hammer nice. Oh oh. Fast keine Gesundheit schon wieder. Wir müssen uns dringendst mal eine kugelsichere Weste kaufen. Ne? Und wie kann man Gesundheit eigentlich erhöhen? Ja, das sind Jetskis.
I'm a dancer. Yeah. Hey, Manton. Whoa. Dad? Buster, take you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was our house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls could talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Come. I like him. What's your problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Go to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on! Now! I'm about to skin you alive! Du machst mir gar nichts. Go! Geil! Oha, Jetski Driving. Wo soll ich hin? Shit, they're coming after us! Go into that outlet! Alright! Da hängt die Verfolge ab auf der langen Geraden. We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Get away from them. Geil, wo sind wir hier? Ich möchte die jetzt halt ungern runterschießen, aber wenn es nicht anders geht, dann muss es wohl so sein. Back up, you pricks! How is helping us going to solve anything? I can't believe I sort of had sex with you, you psychopaths! Nein, oder? He's on the front of this thing. F-R for my dad will I cap one of your asses. I don't get played like that. Back off, assholes. Looks like this is the way out. You see? They're gone. It's okay. I'll take you back to your brother. Gib dich zum Ufer. Okay. Alter, die Dinger gehen frei ab, Leute. Das kann ich euch sagen. Sind gut. Hey, we're alive, aren't we? Those psychos didn't kill you. Psychos? Only you can get me chased out of a party with effing guns. Schade, sind wir nicht schnell genug, um da drüber zu springen. Vielleicht da vorne. Wohl eher nicht. Aber mit R1 kannst du hier so enge Kurven ziehen. So geht nur so. Okay. Nein, ach, leck mich am Arsch. Wir halten ja gar nichts aus. Erneut versuchen. Alter, ey, das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz vom Feinsten, ey. Du bist sofort tot, rumpelst mal wegen dagegen, fällst halt von dem Ding runter. Was bei GTA 4 ausgehalten hast, also bist mit 300 gegen die Wand geschüttelt, dich fickst vorne voll raus. Aber es war einfach egal. Ey, voll der Turbo so, wenn dich nach hinten lehnst. Auf Jetski.
okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Ach, der Arme. Hat's doch nur gut gemeint, also bitte. Bestanden, Papis kleines Mädchen. Schnell wie ein Fisch haben wir leider nicht geschafft, aber 84% ist ja wohl auch voll und ganz okay. Ah ja, was war das denn jetzt? Hauptsache mal noch eine Grau. Triathlon ist jetzt verfügbar. Wie viel haben wir Ausdauer? Fast voll. Da würde ich mal fast behaupten, wir machen jetzt halt noch, bis wir auf 100% Ausdauer sind. Braucht man dazu auch Stärke? Wie viel haben wir Stärke? Noch nicht so viel. Ah, warte mal, da unten läuft's durch. Spezialfähigkeit. Die aktiv bleiben kann. Vollständig aufladen, speichern mehrere Ladungen, damit sie länger anhält. Erhöht sich, wenn du Kopfschüsse landest, lautlose Ausschaltungen. Ausdauer, wie lange Mike im vollen Tempo rennen, schwimmen oder Rad fahren kann. Seine Gesundheit über Anstrengung wird erhöht sich, wenn du über Disziplin als Mike. Okay. Stärke, schießen. Fähigkeiten, mit verschiedenen Waffen umzugehen. Dämpft den Rückschuss, verringert die Nachladezeit, erhöht die Munitionskapazität. Erhöht sich, wenn du als Michael Gegner triffst, Kopfschüsse, Stärke Michaels, Körperkraft und körperliche Belastbarkeit steigert den Nahkampfschaden, lässt den Leitanschein hochsteigen, verbessert die sportlichen Fähigkeiten, verringert, erhöht sich, wenn du als Michael Nahkampfangriffe machst. Das heißt, wir sollten uns eigentlich einfach mal wegen Boxen, oder? Ein paar Transporter von Bugstars stehen bei deren Lagerhaus im Hafen von Los Santos, sie haben Wachleute, also schlag hart zu oder schleich dich von hinten an. Hey, it's Lester. Ah, jetzt ist wieder Ding verfügbar. Voll geil. Batsch. Das zieht dir jetzt Gesundheit ab, oder was? Was ist mit dir los? Fahre ich lieber mal nicht drüber. Ja, wie, du kannst mit dem Ding sogar an Land fahren? Okay, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, ehrlich gesagt. Was ist hier? I bought a pair
kletter jetzt einfach mal rauf, mal sehen, was da ist. Da hinten kommen sie, die Hunde. Ist aber relativ wenig los. Gut, klar, wenn hier einer rumrennt und willkürlich Leute zusammenschlägt, wäre ich hier wahrscheinlich auch nicht so lang. Ja, es ist so geil, wie das wirklich das Fahrgefühl am Strand anders ist. Ausrüstungsteile für den Raubtier tauchen öfters in den Straßen der Stadt auf. Wenn es abhängt, startet die entsprechende Vorbereitungsmission. Okay. Hello, sweetheart. Hello there. Ich will ein Fahrrad. Schauen wir mal, wie viel Geld haben wir. Epsilon spenden. Epsilon Gruppen spenden. Ah, jo, okay, von mir aus. Warum hast du keine Fahrräder? Wo ist denn der Triathlon? Ist gleich. Ups. Einsteigen. Gleich auf der anderen Seite. 2 Kilometer, Alter. Sorry. Gibt's wohl keine Möglichkeit, da einfach mal so rüber zu fahren. Ups. Wie machen wir das dann am besten, dass es nichts wird? Bitte woanders joggen. Vielleicht wäre der erste Anfang erstmal auf die Hauptstraße, genauso. Ne, wisst ihr was, ich habe jetzt keine Lust. Ihr möchtet auch bestimmt Missionen sehen. Mir kommt es aber so vor, jetzt sollten wir eher mal Franklin machen. Aber wir wechseln jetzt halt mal noch zu Franklin. Einfach mal direkt raus aus dem Auto. Raus aus dem Auto. Aha. Oh, man, this shit bomb. So, in dem nächsten Part machen wir dann Franklin Mission.
Ja, machen wir das so, machen wir so. Warum ist denn ja noch mit dem Liefertruck unterwegs und nicht mit seiner Kiste? Oh, fuck me! Shit! Fucking cocksucker! Hey, look, man! Look! You were like a son to me! Employee of the month! Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head! No loyalty! No integrity! You should have taken the bullet! My business, my totally legitimate business! You're fucked, my boy! Fucked! Ja, gut. Schauen wir halt mal, dass wir mit dem auch mal ein bisschen Ausdauer und so kriegen und einfach mal mit Fahrrad die 2 Kilometer fahren. Das kann ja nicht schaden. Und ja, im Prinzip, wer ja noch zuschauen will, kann auch gerne zuschauen. Rest. Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Okay, Job ist jetzt immer bei uns, so wie es aussieht. Job ist jetzt Franklins Haus. Franklin kann mit Job beim Hunde-Dingsterbums da interagieren. Das schauen wir uns im nächsten Part mal an. Ja, ich wollte sagen, eigentlich, wer jetzt noch zuschauen will, kann auch gerne zuschauen. Wir werden heute aber nichts mehr machen. Ich werde jetzt dann nur noch gemütlich hinradeln. Hey, du mieslauniger Wichser, ich gebe dir den Bagger, den wir geklaut haben, steht bei Tantchens Hütte. Yo, Bro, man, Alter, was geht? Geht wohl nicht dran. E-Mail haben wir auch noch gekriegt. Neue Teile frisch eingetroffen. Ja, das wissen wir ja schon. Das haben wir ja bei Michael auch schon gekriegt. So der Pro-Man. So. Darüber müssen wir. Findest du es nicht cool, Mann? Was? Problem mit mir? Kommst du raus? Haben wir es ganz schnell geklärt. Naja, auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Tschüss.